So viel zum einfachen Weg. Verarzte mich, okay? Wer will noch den einfachen Weg haben? Medikit. Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit Steuerkreuz hoch aus und halte dann R1 gedrückt. Um zu verbinden. Machen wir das auch mal. Na Mensch. Sie werden alle Checkpoints schließen. Briefkästen gibt's auch noch. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Mauern gibt's auch, also es ist wie in Deutschland. Stasi, Mauern. Hat Naughty Dog alte Akten durchgeforstet? Ich möchte es ja nicht beschreien. Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Oh, wow, mir wäre gerade echt nicht aufgefallen. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Robert ist ein gefragter Mann. Jeder möchte Robert besuchen. Der Robert, der hat's halt drauf. Was ist denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Viel wichtiger ist die Frage, wer ist er eigentlich hier? Sitzt hier rum, bewacht sein Käfig mit... Ist was drin? Ich kann mich auch nicht mal ducken. Kann ich wieder reden? Hallo? Hallo? Was bewachst du hier? Hallo? Hasen? Meerschweinchen? Hühner? Tiger? Halt nicht. Gut. Können die nochmal reden? Nö. Alles ein sehr schweigsames Volk. Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten jetzt muss ich erstmal wieder aufholen. Jetzt rennt Tess mir weg und spricht mit mir. Das sind sie, die Frauen. Immer dann, wenn es ihnen am besten passt, dann reden sie mit einem. Wir sind dran. Aber hier ist doch schon was. Hey Leute, oder? Oh. Mein Gott, da ist der Garten schon weggeflogen. Da haben wir kurz das ganze Mobiliar zerstört. Nein, gerade nicht, Tess. Muss gucken, ob ich hier weiteres Mobiliar zerstören kann. Oder ob ich vielleicht noch was finde. Anscheinend aber nicht. Ich glaube, hier lag was. Oder werden die Collectibles einfach aufaddiert? Kann ja auch sein. So, willst du mit mir reden, Freund? Nein, natürlich nicht. Was denke ich mir eigentlich? Reden. Nach der Apokalypse möchte niemand mit mir reden. Aber Dart wird noch gespielt. Phil Taylor wäre jetzt stolz auf jemanden. Ja, so stolz auch nicht, wenn ich sehe, was die für Scores geworfen haben. Gehen wir runter. Oh Gott, das ist schlimm. Ich sehe gar nichts. Ah! Ich dachte schon, jetzt wäre es vorbei, wenn ich nichts sehe. So, unser Zeug. Ja, ist da eine Taschenlampe mit bei? Das wäre nämlich sehr von Vorteil. Oh, wie filigran er darüber springt, ist schon beeindruckend. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Na, und endlich kriegen wir ein bisschen Ausrüstung. Eine ganz normale Pistole. Mit nicht mehr viel Kugeln, würde jetzt Joel sagen. Hat er auch gemacht. Und ich hoffe doch, Taschenlampe oder Nachladen. Nachladen. Laden wir doch mal nach. Okay, Cowboy. Ganze 4 Kugeln. Na Mensch. Hat sich gerade Cowboy genannt? Cowboy? Sehe ich aus wie ein Cowboy? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt auch noch hoch oder bin ich jetzt hinten verloren? Na los. Ja, ich würde ja, aber du brauchst so lange, Mädel. Und das ein schweres Brett muss noch weggenommen werden. Aber eins muss man den Leuten lassen. Die Ausstattung der einzelnen Sachen war hier. Vorsichtig. Die war schon gut. Das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? So, gehen wir erstmal in die Küche. Ist das eine Fangfrage? Ist das dein Ernstspiel? Eine Fangfrage? Ich könnte mich jetzt über eine schlechte Übersetzung aufreden und sagen, dass es wahrscheinlich eine Fangfrage war, keine Fangfrage. Aber
es gibt Spiele, da war Übersetzung noch schlechter als hier. Auch wenn die Fangfrage natürlich. Ja. Also ich fange keine Fragen. Ha! Hast du gedacht, dass ich da hier mit deinen einfachen Weg gehe? Nein! Ich gehe den Joel Special Weg. Wo ist sie überhaupt? Oh, erstmal gehe ich baden. Geil. Hä? Wo ist sie jetzt überhaupt hin? Mädel? Tess? Liegt hier irgendwas, was ich einsammeln kann? Was Wichtiges, was Schönes? Ich will Kaffee kochen. Nichts, nichts, nichts. Ich könnte wetten, ich habe schon 1000 Sachen verpasst. Würde eigentlich nur passen. Ich glaube, das einzige Spiel, wo ich wirklich alles finde, ist God of War. Und das ist doch einfach. Hä? Wo ist das Mädel jetzt hin? Ach, ah, Parkung ist auch noch. Wunderbar. Ich dachte schon, die hätten wir abgeschafft. Ah, da hinten steht sie ja. Lassiv für eh und hier steht sie da und verführt uns eigentlich schon von weitem. Joel kann seine Hände eigentlich nicht mehr bei sich behalten. Eigentlich ist er jetzt, ja, dem Charme verfallen. Diese harte Schale ist eigentlich jetzt völlig aufgeweicht und ja, das war's. Joel ist eigentlich ihr verfallen. Auf ewig. So. Gibt hier noch mehr? Aus der Leiter, die hier irgendwo rumliegt? Nein. Dann die Leiter. Hey, probier's doch mal da drüben. Klappe, Tess. Ich weiß, wo der da liegt. Oh, ich habe das Tutorial freigeschaltet fürs Leitern aufstellen. Wenn das nicht mal hilfreich ist in der echten Welt. Sehen Sie jetzt, wie stellt man Leiter richtig auf? Oh. Wo macht's denn Sinn? Hier am Rand? In der Mitte. Ja, achso, Dreieck. Ladies first. Natürlich, warum macht er das wohl? Lady. Du musst nicht wohl verrechnen. Er will nur eine besondere Aussicht genießen. Alles ist relativ. Ja, nun. Ach, toll. Du darfst auch leider hinaufgehen. Oh, ein Pooltisch, der nicht mehr ganz bespielbar ist. Aber es sieht zumindest noch gut aus. Ich habe mich bisher auch zurückgehalten zu erwähnen, wie großartig das Spiel aussieht. Aber das sieht ihr ja selbst, dass Naughty Dog da Maßstäbe setzt auf den Konsolen. In dem Fall der PS3. Oder allgemein der PlayStation. Naughty Dog war ja noch nie ein Publisher für die Xbox. Glücklicherweise. Denn so geil ist die Xbox jetzt nicht. So, Waffen. Okay, Teile, Waffen zu verbessern, wunderbar. Oh, und ein Tor 2 ist nichts. Schade. So, Tess geht da rein. Ich gehe da nicht rein. Nicht, wer ist hier? Betten. R3. R3. Na, endlich sehe ich auch wieder was auf meiner. Beim leicht dunklen Fernseher. Ah, ich wusste doch, irgendwann finde ich was. Firefly-Anhänger. Den gucken wir uns doch mal an. Gut, jetzt lesen zu drücken wäre natürlich unglaublich praktisch, weil David Michael Vigil kann ich nicht lesen. 000 102. Hinten drauf ist das Fireflies Logo. Ist eine Art Hundemarke, nehme ich mal an. Ja, das war's dann noch hier. Jetzt hier runter. Warum? Warum folgen wir der Frau überhaupt? Um seinetwillen, hoffe ich's. Wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Oh. So kriegst du Tess nie rum, Joel. Du musst da ein bisschen, ja, andere Fragen stellen. Nicht, wann kommen die Waren? Reicht dann für eine Weile. Oh, Drought, unsere Waffen noch. Ja, du musst da ein bisschen deinen Charme spielen lassen. So geht's ja nicht, warte. Also. Sporen. Sporen. Das ist der Nebel hier. Ich gehe mal in die stylische Schleichhockhaltung. Hier war's hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Die kommen irgendwo raus. Haben Sporen manchmal so an sich. Ich würde sagen, wir müssen hier durch.
würde erstmal so fast schätzen. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Grandios, Joel. Alles okay? Ja. Also wenn du niemanden, auf dich lenken wolltest, hast du es jetzt verhauen. Hier lang. Geh erstmal hier durch. So. Scheiße. Pass auf. Helf mir. Hilf ihm, Joel. Joel, hilf ihm. Will mich nicht verwandeln. Hilf ihm, Joel. Joel, hilf ihm. Was willst du jetzt tun? Ich glaube, es war erstmal seine Munition und dann. Wie zielen? Ich möchte ihm helfen! Helfen, Spiel! Der Mann tut mir leid! Ich möchte ihm helfen! Spiel? Muss ich ihn jetzt echt erschießen? Das wäre ganz schön brutal. Und irgendwie nicht sinnvoll. Naja. Schön, dich gekannt zu haben. Gehen wir. Kann ich mir jetzt als Belohnung eine Cola kaufen oder so? Eine Special Cola. Oh, eine Special Cola. Könnte auch kurz noch eine Gedenkminute einlegen für den Herrn, aber. Ich habe gerade mehr Bock auf die Special Cola. Das müsste ich endlich alles untersuchen, jetzt natürlich. Oh, weiß ich, was liegt. Mach ich das nochmal. Ist hier so. Was Wichtiges. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Test, falls was passiert, mir Bescheid sagen wird. Ist hier noch was? Eine Couch. Ein alter Wasserspender. Mit grünem Wasser. Könnte auch Limettensaft sein. Ich gehe aber mal fest davon aus, dass es einfach schlechtes Wasser ist. Obwohl so ein Packen Limettensaft jetzt auch echt cool wäre. So, aber gehen wir weiter. Ich habe mich echt verlaufen. Warte, ich habe meinen Typen umgebracht. Und da ging es lang. Oh, hab ich mal instinktiv meine Taschenlampe ausgeschaltet. Um jetzt in den Lauschmodus zu gehen. In den Sam Fischer lässt grüßen Modus. Und jetzt in bester Sam Fischer Manier bringen wir den Typen um. Das war das Letzte, was man ihn gesehen hat. Zurück in den Lauschmodus. So wie ich mich kenne, werde ich keinen treffen. Und ich kenne mich gut. Himmel. Ruhe bewahren. Sie ist tot. Eine Kugel verballert, egal. Das sind meine Aiming Skills. Alle tot. War fast gut, kann man jetzt sagen. Also eine direkt mit Kopfschuss exekutiert, der andere. Ja, man kann es besser machen. Aber ich finde, das muss ja auch eine gewisse Herausforderung beinhalten. Deswegen wollte ich ihn nicht gleich mit einem zweiten Headschuss exekutieren. Ich wollte einfach gucken, ob Joel Manns genug ist, auch im Nahkampf zu schaffen. Und ja, er ist es. So. Eine Treppe nach oben. Jetzt habe ich der Frau nicht zugehört, wo ich lang soll. Muss ich hier lang? Ich gehe erstmal hier lang. Nochmal Special Cola. Also ich möchte ja immer diese Special Cola kosten, um zu wissen, was daran so special ist. Liegt ein Medipack, was ich nicht brauche. Er muss auch mit, verdammt! Also er hat einen riesen Rucksack, kann das Medipack nicht mitnehmen? Was? Nicht mal... Joel, du... Ich finde keine Worte für dich, Joel. Tür. Tür ist immer gut. Tür, die fast schon Resident Evil-Style-mäßig aufgeht. Kisten. Und Munition. Na. Da haben wir die Kugeln, die wir gerade erfolgreich verballert haben, wieder eingesammelt. Was heißt verballert? Ich hab's ja nur der Challenge wegen getan. Ich hab's ja nicht mit Absicht gemacht. Außerdem wäre es ja auch langweilig, wenn ich eine Aim-Quote von 100% hätte. Was hat das für... Macht ja gar keinen Spaß mehr, so das dann, das Spiel. Ich will auch noch was. Ellie, jetzt mal ruhig.
Liegt bestimmt noch was rum. Bestimmt. Überall liegen irgendwelche Taschenrechner und Quittungsrechner rum. Scheint, war das mal eine wichtige Firma. Tja, jetzt nicht mehr. Deswegen rauben wir sie aus. Ah, ich wusste doch. Nachricht an Bruder. Guter Deutsch. Vergrößern wir die und ich könnte sie jetzt auf Englisch vorlesen. Mach ich aber nicht, deswegen lese ich sie auf Deutsch vor. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Spuren bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mit dir oder und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark.